Philanthrop. Ein Philanthrop ist ein Menschenfreund. Philos heißt Freund, Anthropos ist der Mensch, Philanthrop ist ein Menschenfreund oder auch eben der Vertreter der Philanthropie. Ein Philanthrop ist jemand, der zum einen Menschen mag, der freundlich zu Menschen ist. Ein Philanthrop ist auch ein Wohltäter, der anderen Gutes tut und sein Leben dem Dienst an anderen widmet. Als Philanthrop bezeichnet man meistens Menschen, die viel Geld haben und ihr Geld dem Dienst anderer widmen, die große Spenden geben, die in größerem Maße auch anderen Menschen helfen wollen, die gemeinnützige Organisationen gründen und die auch größere Stiftungen ins Leben rufen. Aber Philanthrop ist mehr als nur Spenden geben. Zum Philanthropismus gehört auch, oder zur Philanthropie, wie man eigentlich sagt, zur Philanthropie gehört mehr dazu, nämlich die auch im Alltag einen freundlichen Umgang mit anderen Menschen. Mensch mag eigentlich andere Menschen. Damit ein Mensch andere nicht mag, muss er schlechte Erfahrungen gehabt haben. Das Natürliche wäre, dass Mensch ein Menschenfreund ist, ein Philanthrop im ursprünglichen Sinne. Der Ausdruck Philanthropie ist auch entstanden als das Bemühen in der französischen Aufklärung, etwas anderes zu haben als nur Nächstenliebe. Im Christentum gibt es die Nächstenliebe und so wurde überlegt, was könnte man für einen Begriff haben, der nicht religiös überhöht ist. Und so entstand zum Beispiel die Empathie als Art der Nächstenliebe und auch die Philanthropie als Menschenfreundlichkeit.